sondern nicht nur mit einzelnen Personen, die sie sich aussucht oder so, sondern mit allen Stakeholdern, die, die für eine Universität oder für die Universitäten eben von Bedeutung sind. Das betrifft also natürlich jetzt nicht nur die Rektoren, dass ich das in aller Klarheit sage, sondern natürlich auch die Studierenden, natürlich alle Gruppen, die an einer Universität tätig sind. Gut, das Zweite ergibt sich wohl von selbst, die Lösung der finanziellen Probleme durch das Bundesbudget. Ich muss aber auch hier etwas präzisieren. Ich habe hier ausdrücklich geschrieben oder weise hier ausdrücklich darauf hin, auf das Bundesbudget. Die Probleme, die Universitäten jetzt schon haben und die auch auf uns zukommen, wenn es so kommen sollte, die können nicht durch irgendeine Maßnahme privatwirtschaftlicher Natur oder aus der eigenen Tasche gelöst werden. Das ist unmöglich. Das kann nur gelingen durch das Staatsbudget, durch das Bundesbudget. Und hier erwarten wir uns natürlich auch, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass da nicht jetzt wieder so eine Alibi-Aktion kommt, wo man noch 34 Millionen drauflegt, dann sind wir schon ruhig. Ja. Das führt uns überhaupt nicht weiter, das macht das Problem wesentlich größer. Es müssen auch Konzepte her, klare Konzepte, Finanzierungskonzepte, eben aus dem Staatshaushalt, die Universitäten nachhaltig und auf Dauer sicherstellen. Alles andere macht gar keinen Sinn. Nun, der nächste Punkt ist auch klar, es müssen sofort die angekündigten Sparmaßnahmen für 2013 und folgende Jahre zurückgenommen werden. Zurückgenommen werden muss, sind bereits jetzt erfolgende Einsparungen. Das kriegt man natürlich in der Öffentlichkeit und so nicht so mit, aber wir merken es natürlich auf den Konten der Universitätsführung. Ja. Und wenn eben zum Beispiel bei den Gehaltsanpassungen uns halt nur mehr die halbe Summe überwiesen wird und nicht mehr die ganze. Also nochmal, das greift ja schon jetzt, das ist nicht erst in 2 Jahren oder wann, dass auch diese Maßnahmen gehören zurückgenommen. Das nächste ist, dass wirklich gesetzlich verankert wird, und zwar nicht nur im Sinne eines Entschließungsbeschlusses oder eines Entschließungsantrages, sondern dass es wirklich gesetzlich verankert wird, dass die Regierung, welche immer sie ist, dazu gezwungen wird, in einer absehbaren Zeit, und wir meinen, es muss das Jahr 2015 sein, dass wirklich dieses 2% des Bruttoinlandsprodukts, dieses Ziel, dass das erreicht wird. Der nächste Punkt ist, um auch hier eine Zahl zu nennen, das würde bedeuten, dass die Universitätsbudgets, ich rede jetzt immer nur von den Universitätsbudgets, dass schon diese ab jetzt pro Jahr um 500 Millionen Euro erhöht werden müssten. Also nur, dass man auch die Größenordnung versteht. Gut, der nächste Punkt sind natürlich Maßnahmen zur Verbesserung der Betreuungsrelationen. Da ist ja auch unsere Universität mit einigen Fächern enorm betroffen worden, und auch das ist jetzt nicht einfach eine Forderung, die uns einfällt und die wir eben jetzt in den Raum stellen, sondern bitte auch das hat uns der Nationalrat am 24. September 2008 zugesagt. Ja. Und es kann jetzt nicht sein, dass einfach eine Bundesregierung sagt, na, das ist nicht unser Thema und so weiter, oder der Nationalrat kann beschließen und sagen, was er will, so kann es wirklich nicht gehen. Also auch das muss angepasst werden. Und ein letzter Punkt, glaube ich, der für unsere Universitäten sehr wichtig ist, die Förderung der kompetitiven Forschungsförderung. Damit sind natürlich eben Einrichtungen wie der FWF gemeint und eben Subventionsgeberinstanzen für die Forschung in Österreich. Das ist nicht nur deshalb wichtig, weil natürlich wir uns an den Universitäten über die Forschung definieren. Und je besser wir in der Forschung sind, umso mehr steigt auch das Ansehen, die Qualität unserer Universität. Und wir dürfen auch nie übersehen, die Universitäten unterscheiden sich von den Fachhochschulen und anderen Einrichtungen des tertiären Bildungssektors eben mit der forschungsbezogenen Lehre. Also schon deshalb brauchen wir das unbedingt. Aber wir brauchen es noch aus einem anderen Grund, und der ist, glaube ich, auch Ihnen allen sehr einleuchtend.
die meisten Jungwissenschaftlerinnen und Jungwissenschaftler, die wir eben dann in das wissenschaftliche Geschehen einbeziehen können oder die wir auch bei uns anstellen können, werden über Drittmittelprojekte finanziert. Ja? Vor allem natürlich vom Löwenanteil über den FWF. Und das heißt, je mehr auch hier etwas gestärkt wird, umso mehr steigen auch unsere Möglichkeiten der Nachwuchsförderung. Und deshalb muss auch das unbedingt unterstützt werden. Es kann nicht hingenommen werden, dass zum Beispiel der FWF auch gut begutachtete Projekte einfach nicht mehr fördern kann, weil er es halt nicht hat. Ja? Und das heißt, das muss ausgedehnt werden, dieses System, dass hier also Forschung unterstützt wird, nicht nur wegen der Forschung, sondern auch im Hinblick darauf, dass vor allem darüber der wissenschaftliche Nachwuchs wesentlich gefördert wird. Ja, und ganz grundsätzlich, und das fasst doch, glaube ich, alles zusammen, wir verlangen Investition und Ausbau. Wir akzeptieren nicht Einsparung und Reduktion. Und das, was vorhin schon war, das war ein Punkt über die Finanzierung vorher, glaube ich, auf der Seite vorhin. Lösung der finanziellen Probleme durch das Bundesbudget. Da schlage ich vor, einen Doppelpunkt zu machen, Wiederherstellung des staatlichen Geldschöpfungsmonopols zum Abbau der Staatsverschuldung. Das Entscheidende ist, eine Forderungsperspektive zu formulieren, die klar ist, die verständlich ist, die eine Mehrheit der Bevölkerung aufs Erste sofort versteht. Das erlaubt es, Partnerinnen und Partner zu finden. Ich denke, alle diese Forderungen, die Sie hier stehen, wortwörtlich kann ich unterschreiben. Sie sind teilweise zweideutig, das sieht man, wie sie formuliert sind. Man kann sie so oder die zweite Forderung kann man in Zähler oder in Nenner verändern. Das ist so. So ist Politik. Das ist ein Prozess. Ich selber bin gegen Beschränkung, ich selber bin gegen Gebühren. Aber ich denke, hier drin gibt es viele, die dafür sind oder die irgendeine Art andere Formel wollen. Ich denke, so wie die Forderungen stehen, können wir alle dahinter stehen, wobei ich einverstanden bin. Die erste Forderung ist zweifellos die klarste, die deutlichste, zugleich aber auch die, wo man am meisten wieder reininterpretieren kann. Die anderen sind etwas ausformuliert. Das heißt, für mich ist das Entscheidende eine andere Frage. Wie tatsächlich ein Prozess in Gang gesetzt werden kann, der es erlaubt, etwas durchzusetzen. Und da geht es nicht darum, der Gesellschaft Sinn zu tun. Das, denke ich, ist eine komplett falsche Vorstellung. Es geht darum, Partnerinnen und Partner zu finden, die ihre eigenen Ambitionen, ihre eigenen Bedürfnisse konstruktiv einbringen. Also wenn man jetzt zum Beispiel schaut, was in Frankreich passiert, jetzt, die größte Massenbewegung seit vielleicht 68. Von der Dimension offener Radikalität. Das geht nicht darum, dass die einen Gruppen der Gesellschaft wehtun wollen, wenn man einfach die Raffinerien bestreikt. Es geht nicht darum, sondern es geht darum, Partnerinnen und Partner zu finden. Erst dann ist es möglich, etwas durchzusetzen. Und sonst kann man die schönsten Forderungen aufstellen und die interessieren niemanden.